Servus, Hoidere. Da bin ich wieder. Und zwar mit neuem Projekt. Das ist Django sein Bogen. Das wird Django sein neuer Bogen. Gerade habe ich das Osinch-Brett durchgeschnitten. Ist ein riesen langer Brett gewesen. Da haben wir auch viel Material für 19 Zoll Griff. Einmal Osinch und Red Heart. Richtig schönes Stück Red Heart. Schön gemasert, wunderbar. Das sind meine drei Schablonen für den Griffbereich. Das sind drei einzelne Stücke bzw. zwei gleiche Hölzer und rote Holz. Also hier außen kommt Osinch, in der Mitte bleibt dann das Red Heart. Wird so ähnlich wie der da sein. Also, Material vorgestellt, weil ich glaube, das reicht fürs erste. Für die Wurfhammer habe ich schon Material bestellt, ist noch nicht da, müsste die Woche kommen. Aber das passt schon, weil ich mache heute den Griff. Erstmal grob schneiden und schauen wir mal, ob ich heute zum Kleben komme. Wenn ja, dann schalte ich die Kamera wieder ein, dass ihr seht, wie das alles zusammengefügt wird. Und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich hoffe, läuft nichts schief. Ich gebe mir Mühe. Also, bis dann. Servus. So. Griffholz ist jetzt geschnitten. Das ist das Red Heart. Also, noch mehr Red geht da nicht. Also, richtig blutrot ist das. Und das richtig gelb. Ja, also wir haben gesagt, in der Mitte bleibt das Rote stehen. Und außen kommen dann diese Stücke, die tauschen wir einfach. Und ja, die muss ich ja erst anpassen, ne? Das ist klar. Schleifen und anpassen. Mit Zierleisten dazwischen. Und ich kann dann gleich das nächste Stück auch verwenden. Also da haben wir hier Rot mit Gelb und dann hier haben wir Gelb mit Rot. So schaut es aus. Aus 1 macht 2. Ganz einfach. So Leute, das ist jetzt die Form für Django seine Wurfarme. So werden die Wurfarme ungefähr ausschauen. Nur andere Farbe. Also die Form ist wirklich einzigartig. Und die Form selber ist auch einzigartig. Einzigartig, weil hier seht ihr das, diese Drähte, die verlaufen durch die ganze Oberfläche. Das sind 3, 4 oder 6 Heizspiralen drin. Dann habe ich so eine feuerfeste, also hitzebeständige Gummi drauf, 2 mm, 1 mm Blech und so ein Hartkunststoff obendrauf. Da werden jetzt die ganze Wurfarmmaterialien drauf gelegt. Feuerwehrschlauch, dann kommt das Gegenstück drauf und dann mit so einer Aufnahme, so, mit so einer Vorspanneinrichtung fixiert. Da kommt eine Schraube durch und dann wird hier schön fixiert, gekontert und dann gibt man 5,3 Bar Druck drauf. Dann schließt man diese zwei Enden hier plus minus an so eine Batterieladegerät. Ich gebe da 10 Ampere und 13 Volt Spannung.
Man erreicht dann in dem Wurfraum drinnen eine Hitze, eine Temperierung von 65 Grad. Ja, das bleibt dann ungefähr 2,5 Stunden so angeschlossen. Dann sind die Wurfräume ordentlich temperiert. Ist bessere Hitze, weil direkt in den Wurfraum eindringt und nicht so wie in Temperierbox. Das dauert zu lang eigentlich, aber ja, man nimmt halt die Hitze, der Wurfraum nimmt die Hitze viel schneller auf. Ne? So schaut's aus. Einfach, fast einfach, kann man sagen, einfach und effektiv. Ich habe 2 Stück davon gehabt. Eine hat sich verdreht. Da war hier das, die untere Aufnahme, der Grund war total so, hat eine S-Form bekommen. Konnte ich nicht machen. Die hier habe ich jetzt noch übrig, da muss ich 2-mal pressen. Das ist auch kein Problem. So schaut's aus. Carbongewebe und diese gelbe Streifen da, das ist Osinch. Jetzt ist quasi das Gegenstück von dem da. Du hast die Wahl, welche willst du haben? Den oder den? Was ist dir lieber? So, und da haben wir jetzt das Wurfarmfurnier. Schützenseitig habe ich geplant das Gespleiste. Und tagezeitig ist dann das einfarbige Produktfurnier. Das ist der Plan. So, Mann, heute ist soweit. Erste Wurfarm wird gepresst. Ich habe fast 4 Tage gebraucht für das Material von beiden Wurfarmen zum Vorbereiten. Das ist halt mit viel Zeit verbunden und wie gesagt, die Vorarbeit ist das Wichtigste von allem. Ich werde dann nochmal loslegen. Die Form ist schon vorbereitet, mit Folie isoliert. Und ich presse jetzt heute den ersten Wurfarm und morgen den zweiten. So schaut's aus. Bis dann. So, Männer, gerade eingeschaltet. Plus, minus, das fängt jetzt knärzen an. Weil diese Heizdrähte jetzt aufgewärmt werden, die dehnen sich. Ne? Das sind meine Werte, was ich benutze. Also da sind wir jetzt bei 10, 14 Volt und 11 Ampere. Okay. Wisst ihr Bescheid? So schaut's aus. So, da haben wir jetzt den ersten Wurfarm. Bin gerade beim Auspacken und wollte mal kurz Bilder aufnehmen. Das sieht man jetzt eh nicht viel, aber sieht ganz gut aus. Und bin gespannt nach dem zweiten, wenn ich den gepresst habe, wie das von hier dann raussticht. Also bis dann. So, Männer und Frauen, es ist der erste Wurfarm, ich konnte nicht warten. Den zweiten zu pressen, müsste ich auspacken, so schaut er aus. Erste ist soweit fertig. Ja, das Gespleiste lässt sich sehen. So
schaut's aus. Ein Dupfen hier. Wild gemasert, lässt sich sehen. Und das Glas hat ein paar Schlierer. Das hoffentlich sieht man nach dem Lackieren nicht so sehr dann. Aber dafür kann ich leider nicht. Gleich lege ich los mit dem zweiten Wurfarm zum Pressen. Hier haben wir den ersten. Leim ist schon vorbereitet. Ich warte 2 Minuten, dass Part A und Part B Kleber miteinander reagieren. Und dann, ja, hoffentlich sieht er genauso gut wie der erste. Bis gleich. Habe die Ehre. So, Gewindemuffen sind jetzt drinnen. Und so schaut das Ganze jetzt aus. Erst 10,2 bohren. Und dann müssen wir senken. Dann wird die Gewinde neu geschnitten. Dann wird Epoxidharz angemacht. In dem Fall habe ich jetzt 5 Minuten Epoxidharz. Reicht vollkommen. Ordentlich rein schmieren den Kleber. Dann Gewindemuffe reinigen mit Aceton, reinigen und dann reindrehen. Nicht knerzen, darf nicht knerzen. Wenn anfängt zu knerzen, raus damit und dann schleift ihr an der Gewindemuffe so konisch, schräg, bisschen. Ne? Ich habe meinen Bohrer selber etwas konisch geschliffen, das an diese Gewindemuffe passt, weil ich das öfters mache. Aber sollte bei jemandem der Fall sein, dass er anfängt zu knerzen, also langsam reindrehen, nicht volle Kanne reinknallen, sondern eine halbe Gewinde nach der anderen reindrehen. Okay, sonst kann da ehrlich gesagt viel schief laufen, ne? Das muss nicht sein. Genau, die Wurfhammer habe ich auch vorbereitet, habe eingekerbt schon und gleich werde ich bohren und dann schauen wir mal, ob ich die Wurfhammer heute noch schneiden kann und dann die erste Messung durchführen. Mal schauen, ob ich das schaffe. So schaut's aus. So schaut mein Arbeitstisch aus bei solchen Maßnahmen. Cool, ne? So, meine Bohrungen sind jetzt schon drinne. Natürlich mit Schablone. Es gibt verschiedene Ausführungen. Also die Schablone verwende ich für mehrere Wurfarme oder Griffe. In dem Fall sind das da und die zwei. Also ich markiere die Mitte, also ich ermittle erstmal die Mitte vom Wurfarm, markiere ich genau mittig. Dann das da, die Bohrung wird zuerst durchgebohrt, dann wird die Schablone draufgelegt, mit der Schraube festgezogen und dann schaue ich, dass ich genau mittig bin in der Linie und dann nur kurz einkerben, da genauso und dann die Bohrungen setzen, dann beim Griff genauso. Ist eine aufwendige Arbeit, aber ist wenigstens sicher. Ja. So, mein Freund, der Bogen ist jetzt soweit fertig. Wenn du da bist, müssen wir jetzt den Griff passen
für dich schleifen, den habe ich jetzt nur grob geschliffen, dass man schießen kann. Overlays habe ich heute drauf gemacht. Und die Tipps habe ich auch gut sauber rausgeschliffen. Videosehne ist auch da. Die bleibt jetzt drauf, bis du kommst am Freitag Nachmittag. Sorry. Schnell ist wie Sau. Also der Bogen ist echt sehr, sehr schnell gruppiert, auch sehr gut. Muss man aufpassen auf die Pfeile. Echt ohne Scheiß. Also da der Schuss. So, das war's. Also Django, schießt 700er Easton Legacy Pfeile. Ich war überrascht, habe jetzt ein paar Chroni-Tests geschossen. 196,8 hatte ich durchschnittlich. Schau mal, was ich jetzt aufnehmen kann, okay? Also ich ziehe nur 28 Zoll, ne? Das musst du auch wissen, berücksichtigen. Ich weiß nicht, was ich für GPP-Verhältnis habe, aber das kann ich gleich wiegen. Hundertsechsundneunzig vier. Da bist du zufrieden mit dem Scheiß. Mach mal ein kurzes Vorstellungsvideo. Django Havedere. Servus. Was haben wir heute vor? Den neuen Bogen. Also meinen neuen Bogen. Jawohl, also. Haben wir heute den Griff angepasst? Genau, Django hat mich heute besucht. Der Bogen ist soweit schussfertig gemacht worden. Haben wir ein paar Schüsse bei mir zu Hause gemacht und Griff angepasst, da wo gedrückt hat und Kanten, was weiß ich. Und jetzt machen wir einen kurzen Parkour-Test, was der Bogen in Parkour so macht. So, dein erster Eindruck, Django, erzähl. Ja, mein erster Eindruck war, bevor wir den Griff angepasst haben, also bevor wir noch einen geschliffen haben, habe ich ein paar Schüsse gemacht und ich bin ja jemand, der echt schlecht gruppiert. Egal wie gut der Bogen ist, ich gruppiere eher schlecht. Ich habe gleich beim zweiten Schuss die Noggen vom ersten Pfeil kaputt geschossen. Also das ist schon, boah, also erster Eindruck. Ja, und der Luzi hat mir immer Bilder geschickt, wenn er irgendein neuer Bauschritt gemacht hat. Echt viel Video- und Bildermaterial und da hat mir der Bogen schon richtig gut gefallen, aber den live zu sehen ist halt nochmal ganz andere Hausnummer. Also ich bin restlos begeistert. Freut mich. Ja, freut mich, Django. Ja, der Bogen ist noch nicht lackiert, ist noch in sehr rohem Zustand. Das wird noch gefinisht und. Und ich glaube, da haben wir Volltreffer gelandet, Django. Bogenlänge 64 Zoll. Genau. 50 Pfund bei 31 Zoll Auszug haben wir, also auf Django seinen Wunsch, gell? Genau. Gut, bis dann, Mann. So. Jawohl. Aber drauf ist er, also sehr weit, sehr weiter Schuss. Und Leute, ich krieg den Django seinen Grinsen nicht aus dem Gesicht heute. Weil wenn du nie würgen musst, weil er ein schönes Gewicht hat, wenn man schön locker schießen kann, da dran. Jawohl, der trifft echt gut heute. Ja.